Auch Peter Fäustel hofft mit einem Zufallsfund auf Bares. So, jetzt wird's interessant. Ich kann mich sehr gut an den erinnern, aber jetzt lasst euch gleich mal überraschen, was da drin ist. Ich habe ein bisschen einen Hang für alte, schöne Sachen, die vielleicht auch alle ein bisschen eine Geschichte erzählen. Und demnach haben wir auch in unserem Wohnzimmer so das eine oder andere Stückchen stehen. Ja, und unter anderem hatte ich auch das in unserem Wohnzimmer verstaut, allerdings nicht sichtbar, war in der Schublade die ganze Zeit. Ob der Stuttgarter einen Schatz dabei hat, erfährt er von unserem Experten Sven Deutschmanek. Oh, das sieht jetzt mal, da habe ich schon mal wieder gar keine Ahnung. Hallo? Hallo, ich bin der Horst. Ich bin der Peter Fäustel, hallo. Darf ich Peter sagen? Gerne. Was ist das überhaupt? Das ist ein sehr, sehr schönes Edelstahl-Domino-Set in verschiedenen Größen. Nein, Scherz beiseite, das ist ein Endmaßkasten. Ein Endmaß? Endmaß. Wie ihr hier seht, haben wir verschiedene Maße angegeben. 0,5, 1 mm. Ja. Er ist aber zumindest vollständig. Ja. Endmaße nimmt man wirklich im Maschinenbau zum Kalibrieren oder Prüfen von Maschinen oder Geräten. Mhm. Der normale Otto-Normalverbraucher braucht sowas nicht. Das ist schon was Spezielles. Diese Endmaßkästen, das ist sehr interessant, die hat damals ein Schwede erfunden. Das war Carl Edward Johansson, der war wirklich Maschinenbauingenieur. Und auf den ist dieses Endmaß zu beziehen. Diese Kästen gibt es tatsächlich schon seit 1900, werden auch jetzt noch genutzt. Aha. Hast du damit beruflich zu tun? Nein, gar nicht. Wo kommt denn der Kasten her? Den bin ich absolut durch Zufall begegnet, bei einer Hausräumung, bei der ich zufällig vorbeigelaufen bin. Und dann flog das Ding gerade im hohen Bogen in einen Container. Und er hat's rausgeholt. Ja. Das tat mir irgendwie leid. Und ich habe das gesehen und gedacht, nee, was ist das denn? Und da hier. Also umso, umso überraschender, dass er noch komplett ist. Genau, weil ja, gerade die kleinen Maße, die fehlen immer, die sind weg. Ja. Ich hab ein paar zusammengekratzt noch und Gott sei Dank alle irgendwie gegriffen und habe alles komplett. Hast du auch geprüft, also ich muss jetzt nicht mal durchgehen, ne? Ach so, nee, es stimmen alle Maße, stimmen auch. Die Maße stehen dann auch noch mal auf den einzelnen Blöcken. So, und hier haben wir dann halt den Hersteller, hier haben wir eine Seriennummer, weil diese Endmaßkästen, die waren wirklich schweineteuer damals, als sie gekauft wurden. Da kann ich mir vorstellen. Die waren wirklich schweineteuer, ne? So, Thema Schweineteuer. Hast du eine Idee, was du dafür gerne hättest? Weil ich habe jetzt gerade mitbekommen, der EK war ja relativ günstig. Ja, also wirklich vom Wert her kann ich es nicht wirklich beurteilen, aber so 100 Euro habe ich mir schon irgendwie vorgestellt, fänd ich eigentlich ganz angebracht. Weniger als 50, dann würde ich ihn, glaube ich, behalten. Wieder in Wohnzimmer stellen. Genau. Auf ein Nachtkonsölchen oder sowas, ne? Ja. Da kann man der Frau immer noch sagen, das sind die Endmaße. Schatz, du warst mal hier, jetzt bist du da. Noch ein so ein Ding und du bist raus. Bei 0,0 haben wir nicht. Ja. Ja, Peter, also dann weiß ich schon mal, was du haben willst. Was machst du mit der Kohle? Ich habe zwei Kinder und da werden wir uns zur Bespaßung schon irgendwas Gutes einfallen lassen. Das hört sich gut an. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel ist das Relikt aus den 50ern heute noch wert? 100 Euro würde ich dir nicht unterschreiben. Es gibt verschiedene Hersteller, die auch noch höher gehandelt werden, wenn die Kästen älter sind, russische Hersteller oder aus China irgendwelche Hersteller. Ich will hoffen, dass es einige Händler bei uns kennen und uns auch zu schätzen wissen. Also 50 Euro tatsächlich auf jeden Fall. Mhm. Das sollte drin sein. Ja, Peter. Das wäre schon mal was. Da würde ich sagen, jetzt bist du schon über die Expertise gekommen, jetzt schaffst du auch noch einen Händlerraum. Ne? Ja, das kriegen wir hin. Was das Schwierigere wird. Ja, körperlich fit bist du. Ja, ich weiß nicht, ob es da hinten so lustig wird. Ne? Aber okay. Peter, danke dir. Da vorne geht's lang zu den Händlern. Danke auch. Da drüben. Da geht's lang. Ciao. Hier, ja, da, genau. Also gerade die Geschichte hinter diesem Set, wer es erfunden hat und so weiter, das kannte ich jetzt noch nicht, wusste ich jetzt noch nicht. Das war schon auch interessant zu hören. Also ich bin jetzt mal gespannt, was die Händler mir zu sagen haben. Gerade in den vergangenen Jahren ist es so, dass viele Firmen aufgelöst worden sind. Metallbaubuden oder wirklich irgendwelche Maschinenschlossereien. Und ehemalige Angehörige von diesen Firmen kaufen die alten Geräte oder die alten Drehbänke. Und die können mit solchen Objekten dann tatsächlich auch arbeiten. Und von daher sind die dann auch echt begehrt. Also ich will mich nicht von den Herrschaften irgendwie einschüchtern lassen und nicht gleich nachgeben, aber mal gucken, was bei rüberkommt. Das sagt sich wahrscheinlich auch immer leichter vorher als danach. Wenn man dann davor steht, wird es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Ja, einschüchtern tun die ja keinen. Du weißt ja, was du dafür bezahlt hast, von daher. Guten Tag, der Herr. Hallo. Dankeschön.
Man sehe und staune. Das sieht nach Technik aus. Mhm. Warum so die Sticke? Wo ich das her habe, das habe ich aus dem Müll gerettet sozusagen. Aus dem Müll? Ja, wurde komischerweise entsorgt leider. Und habe irgendwie gleich gesehen, es muss irgendwas Besonderes sein. Konnte in dem Moment noch nicht wirklich was damit anfangen. Mhm. Ja. Ja, er sagt aber die Wahrheit. Und hab's dann nach Fragen mitgenommen. Ich sag, ja, kein Problem, nimm's mit. So bin ich dazu gekommen. Das sind Präzisionsabstände. Mhm. Aber für was? Für eine Drehbank? Wolfgang rattert schon, Fabian weiß nicht, was es ist. Ich glaube, Ludwig weiß auch nicht, was es ist. Susanne auch nicht. Friedrich, hm. Wissen Sie das? Das weiß ich leider nicht genau. Also ich habe mir sagen lassen, dass es eben für die Kalibrierung ist von metallverarbeitenden Maschinen, ja, wahrscheinlich eben. Aber es kann schon sein in der Drehbank, dass man die Abstände, dass man nur weiß, wie weit man mit dem Messer hinkommt. Weil es ist nämlich wirklich von 5/10 genau. bis 1, also das ist wirklich extrem, dass es auch noch komplett ist, sage ich einmal. Das war auch. Und das kommt aus England. Ja, aber außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Schon gut, ist einmalig. Ist heute natürlich eine Dekorationsgeschichte. Brauchen tut man das heute nicht mehr. Heute wird alles mit CNC gemacht, Computertechnik. Es gibt wohl schon noch Anwendungen. Also es wird teilweise noch angewendet. Man kann die Sachen auch noch neu kaufen. Es gibt noch Hersteller, die das wirklich tatsächlich noch herstellen. Aber es wird wahrscheinlich eher seltener sein, ja. Aber Sie haben es gerettet. Ich habe es gerettet. Und jetzt machen wir Geld daraus. Hoffentlich. Was mich natürlich fasziniert, ist, dass das kein gewöhnlicher Stahl ist, das ist gehärteter Stahl, weil das muss ja einiges aushalten. Das heißt, dieses Metall wurde ganz heiß gemacht und in Öl dann runtergekühlt und dadurch hat es eine gewisse Kraft und gibt auch nicht nach. Also es ist wirklich gehärteter Stahl. So, jetzt macht Wolfgang gerade ein bisschen Fachkunde. Und komplett. Ja, was macht für einen Techniker oder einen technischen Sammler bestimmt die Rarität schlechthin, aber ich muss zugeben, ich habe keinen Bezug dazu. Also Friedrich ist raus. Susanne auch, da wird es gleich dran vorbeigeschoben. Ich fange mal an mit 50 Euro. Ich weiß noch nicht, wie ich das verkaufen soll oder was ich damit mache, aber 50 Euro gebe ich Ihnen schon mal. Okay. Wer bietet gut, dann mache ich 60. Besser kann es nicht laufen für dich. Friedrich? Danke. Danke. Ich ziehe mich zurück. Susanne, für dich? Ich habe da, glaube ich, keine Verwendung für. Ich sag noch 70 Euro. Fabian? Für mich ist nichts, ne? Aber es ist irgendwie interessant. Keine 80 Frage. Euro. Also gerade weil Sie sagen, es ist interessant, so ging es mir eben auch. Ja. Genau. Es ist für irgendwie mich interessant. Ist das interessant. Ja, auch gleich ins Auge gefallen. Und wie gesagt, es ist absolut komplett. Es fehlt kein Stück. Ich weiß gar nicht, für was das gehört. Aber da findet sie einen Sammler, der das kauft. Und ich, da ich in einer Schlosserei mal gelernt habe, sage ich jetzt 100 Euro. Puh. Ja, machen. Sollen wir das machen? Haben Sie noch vielleicht keinen Bedarf mehr? Okay. Dann kommen Sie her. Also 100 Euro ist okay. Ja. Geil. Das ist kein gehärteter Stahl mehr, das ist jetzt goldener Stahl. Für Sie. Also Dankeschön. Danke, dass Sie da waren. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Sehr gut. Du hast deine Lehre gemacht, als das noch benutzt wurde, ne? Das stimmt. Vor vielen, vielen Jahren. Aber er hat's vergessen. Und wir haben damals nach den Lehrlingen damit geworfen. Sehr gut. Ich hätte nie gedacht, dass der Wolfgang derjenige sein wird, der es letztendlich abnimmt. Ich habe eigentlich da ein bisschen mehr auf den Ludwig gehofft. Fand ich auch schade, dass er dann doch so früh ausgestiegen ist. Von daher hätte vielleicht noch ein bisschen mehr drin sein können. Aber ich habe den Expertenpreis verdoppelt und von daher bin ich durchweg zufrieden. Also Peter kann sich über diese 100 Euro freuen. Da ist ihm die Unwissenheit zugute gekommen. Keiner wusste genau, wie werden sie gehandelt. Was ist es hundertprozentig außer Wolfgang? 50 Euro Startgebot, 100 Euro Endpreis. Alles gut gelaufen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Lehre in einer Schlosserei gemacht. Und da habe ich so etwas schon mal gesehen und das hat mich daran erinnert. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Präzisionskasten mal sehr, sehr viel Geld gekostet hat in der Maschinenschlosserei. Heute braucht man es nicht mehr in dieser Art und Weise, deswegen ist es rar und deswegen habe ich zugeschlagen.